Hey Leute, herzlich willkommen beim neuen Video. Es gab längere Zeit nichts. Das letzte Video war, glaube ich, zum Saisonstart. Ja, jetzt ist es langsam Herbst geworden und ich wollte mal einen kleinen Mythos heute aufdecken. Viel Spaß beim Video. Ja, wie schon gesagt, ich will so einen kleinen Mythos aufdecken. Viele von euch scheuen sich vielleicht vor großen Ködern. Jetzt sind wir am kleinen See, sehr kleiner, flacher See hier und angeln hauptsächlich mit großen Ködern. Wie zum Beispiel hier der 23er Pickshad oder unter anderem der YOLO Curlytail in der sehr natürlichen Farbe. Der ist extrem groß, muss ich sagen. Wie zum Beispiel auch mit großen Jerkbaits angeln, wie zum Beispiel von Strike Pro hier der Buster Jerk in der Farbe Perch. Oder halt mit den Zalt in der Floating-Variante, auch eine recht große, ich glaube 17 cm ist das. Ja, wir werden mal schauen, ob man wirklich weniger fängt mit großen Ködern oder ob man auch die größeren Hechte nur fängt mit diesen großen Ködern oder ob auch da auch die kleinen drauf schießen. Viel Spaß beim Video. Ja, jetzt eben den ersten Hecht drauf gehabt. Es war sogar gar nicht so ein schlechter, ich habe ihn kurz gesehen, er kam an die Oberfläche. Wie gesagt, ist halt ein recht flacher See hier. Und zwar auf einem richtig geilen Köder, auf den Buster Jerk, den ich euch vorhin gezeigt habe. Meines Erachtens ist das auch der beste Köder im Herbst, weil man ihn sehr schön langsam führen kann. Ja, der sieht halt unter Wasser auch richtig nice aus, durch diesen roten Schwanz noch. Ja, sehr verführerisch. Und hier sieht man auch, wie der Hecht drauf geschossen ist. War ein schöner Biss und wir sind jetzt erst 15 Minuten am Angeln, also da wird heute noch was kommen. Jetzt führe ich hier gerade den großen Pickshad. Ich kann euch gleich nochmal zeigen, wie man den oder wie ich den führe sozusagen. Das ist eigentlich ganz simpel jetzt im Herbst. Aber so Kleinigkeiten macht es, denke ich mal, dann trotzdem aus. Ja, hier ist er halt montiert an so einem Shadow Rig. Das ist von Quantum, der Shadow Rig. Ist, glaube ich, die nennen das YOLO Pike System oder irgendwie so. Und ja. Lass ihn noch nicht mal absinken, weil es hier halt recht flach ist. Dann kurbel ich ihn einfach ein. Recht langsam. Und dann mache ich immer kurze Stops, aber hör nicht komplett auf mit dem Drehen, sondern dass der Kontakt. Da ist er! Da ist er! Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe es euch einmal erklärt. Kurze Stops, aber bloß nicht, dass die Schnur. Ja, wie soll ich sagen? Bloß nicht, dass die Schnur nicht mehr so straff ist. Ja, und dann klappt es meist. Ist jetzt kein Riese. Aber was ist in der Boot? Wir haben richtig Dampf. Das war der von vorn übrigens. Nice. Jetzt bin ich ein Profi, weil ich den Kescher noch nicht aufgeklappt habe. So Leute, jetzt seht ihr mal, guckt euch den Köder bitte mal an. Das ist der Pickshad, wie gesagt, und das ist vielleicht ein 60, Mitte 60er Hecht. Ja, hier, danke Luca für die, Mitarbeit. Ja, und das System ist eigentlich vom Quantum ganz leicht. Ihr steckt halt hier für den ersten Drilling, gerade für so flache Gewässer ist das echt gut. Die erste Montage, der erste Drilling, den packt ihr hier so rein. Also ich stecke den immer noch rein, weil sonst flattert der mir zu sehr rum. Und den zweiten steckt ihr halt hinten rein. Und der zweite Drilling ist auch ein bisschen kleiner. Und ja, so sieht es dann nachher aus. Und wie ihr eben gesehen habt, es funktioniert auch gut. Yeah.
nochmal, oder wie ich euch vorhin gesagt habe, führt ihr den Köder wie folgt. Ihr kurbelt immer ein, eigentlich recht monoton, und dann macht ihr immer ein bisschen langsamer. Und ihr habt gesehen, das funktioniert auch gut. Der erste Hecht ist gleich raufgeschossen. Ja, ganz wichtig dabei ist es, dass ihr die Schnur nicht locker lasst, während ihr langsamer werdet, sondern ganz langsam weiterkurbelt, weil ihr sonst die Bisse, die meist beim Langsamwerden des Köders, nicht mitbekommt. Und ja. Jetzt habe ich den nächsten Hecht. Der Wind ist leider weggegangen und damit haben wir auch keine Bisse mehr so richtig bekommen, aber jetzt ging der nächste drauf, hat weiterhin den Jerkbait gefischt und das ist jetzt eine richtige Fritte. Ja, das zum Thema kleine Hechte nehmen nicht so einen großen Köder. Wenn man mal jetzt guckt, Köder, ja gut, ist ein Jerkbait, aber naja, Fritte. Ja Leute, das war's jetzt mit dem heutigen Nachmittag. Wir waren jetzt nur 2 Stunden hier auf dem Wasser. Wir hatten es leider nicht früher geschafft drauf zu fahren, aber ja, es hat sich trotzdem ein bisschen gelohnt. Ich habe auf jeden Fall gezeigt, dass auch kleine Hechte auf solche Köder gehen. Ich meine, wenn man sich meine Hand dagegen anguckt, der, wie gesagt, 23 cm ist nicht klein. Und da hatte den auch gut inhaliert, also der hing safe. Das ist jetzt nicht so, dass er ihn nur angestupst hat und geguckt hat, nee, der hing auch. Und ja, der Buster Jerk, der hat auch noch ein paar Bisse gebracht sozusagen. Leider keinen verwehrt, doch einen kleinen verwertet und 2 etwas größere noch dran gehabt. Aber ja, wir denken, dass es am Wind liegt ein bisschen, dass nichts mehr gebissen hat, weil wenn man das gleich nochmal sieht hier, keine Welle mehr. Einen kleinen hatte ich jetzt nochmal, aber sonst gab es gar keinen Kontakt mehr. Also es war echt krass. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden jetzt vielleicht noch 1-2 Würfe machen und melden uns, falls noch ein Fisch kommt. Und ja, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Also. Ja, jetzt gab es doch nochmal einen Hecht. Wer hätte es gedacht, ich habe gerade gesagt, dann können wir ja jetzt nach Hause, weil es ist echt schon dunkel. Ja, der ist jetzt auch ein bisschen besser. Ich kann ihn ja gleich mal auf die Bank legen, mal gucken, wie groß er ist. Vielleicht, ja, 70 würde ich mal schätzen. Ich war ein bisschen erschrocken, weil der direkt vorm Boot eingestiegen ist und so schlecht ist der gar nicht. Ich denke, das wird jetzt der Abschiedsfisch sein und dann verabschiede ich mich jetzt endgültig. Wir sehen uns beim nächsten Video und Petri und reingehauen.